Auf dem Hauptfeld aktivieren unter Menü Koordinaten des UCS Befehl. Als nächstes stellen Sie den Startpunkt des Cursors und die Richtung der Koordinatenachsen. Wählen Sie BKS-Griffe umleiten verwenden. Zurück zur Ausgangsposition BKS Activate Befehl MSCs in der gleichen Platte. Aktivieren Sie den Befehl und geben Sie den Buchstaben D in der Befehlszeile, wählen Sie im nächsten Schritt die Fläche des Körpers oder der Oberfläche des Gitters Koordinatensystem. Den Befehl an einer Eingabeaufforderung nach der Aktivierung geben Sie auf und wählen Sie ein Objekt zu UCS Drop. An der Eingabeaufforderung geben Sie die Buchstaben in der Z-Achse senkrecht zur Ausrichtung des Geistes. Um wieder auf das Koordinatensystem gepaart den Buchstaben M in der Befehlszeile nach dem Befehl Aktivierung einzugeben. Wenn nach der UCS an der Eingabeaufforderung zu aktivieren, den lateinischen Buchstaben X eingeben, Y oder Z und drücken Sie die Eingabetaste, dann können Sie den Winkel der Drehung um die Achse festgelegt. In ähnlicher Weise beschäftigen sich mit anderen Achsen. Aktivieren Sie die Eingabeaufforderung, geben Sie den Buchstaben Z und kyrillische Buchstaben O. Um den Ursprung eingeben und einen Punkt angeben.